Jo Leute, was geht ab? Und willkommen, wie jeden Montag, reagieren wir heute auf Rap-Battle. Und zwar die militante Veganerin versus Ehrenmann Marius. Und wir hatten das ja einmal, wir hatten die militante Veganerin versus Foskits. Ja. Und danach ist er doch reingesprungen. Am Ende hat so gesagt, ey, battle mich und so. Ja, genau. Und deswegen ist es wirklich passiert. Aber das war doch auch vegan versus Fleischesser. Und dann hat er gesagt, wenn wir das machen sollten, das Battle, dann heißt es militante Veganerin gegen Marius. Also die vertreten dann auch sich selber und nicht eine Person. Ah, okay, das heißt, das ist immer was anderes. Also wenn es jetzt persönlich wird, dann macht es auch Sinn. Okay, ja. Okay, let's go. Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist Fossef und herzlich willkommen bei Big Difference! Und wir sind endlich angekommen an dem krassesten Battle, was ganz Deutschland erwartet. Ihr habt es einfach in die Bild-Zeitung geschafft, auf jeden Fall. Ah nee, du nicht, also? Ne? Nur du. Ich bin hier mit der... Ehrlich gesagt, du nicht, nur du. Schafft auf jeden Fall. Ah nee, du nicht, ne? Nur du. Ich bin hier mit der Chain von der militanten Veganerin und Ehrenmann Marius hat nach dem Cheyenne-Battle sie herausgefordert und genau. Jetzt geht's auf jeden Fall los. Die werden sich Punchlines an den Kopf schmeißen. Aber bevor wir mit dem Battle starten, checkt auf jeden Fall Regiki, meine Klamottenbrand, Link in der Videobeschreibung. Und ich werde auch mit euch beiden, ne, werden wir eine Reaction drehen. Das wird auch auf dem Kanal rauskommen, nach 2 oder 3 Tagen. Ne? So, und wir sind in Kaiser Lounge, checkt auf jeden Fall ab 18 Uhr für euch am Start. Offen, kommt gerne vorbei in Krefeld und ich will nicht lange rumschnacken. Wer fängt an? Du fängst an. Militante Veganerin wird beginnen. Das wird einfach zu legendär. Ich hab richtig Bock. Let's go. Geil. Okay. Let's go. Jetzt aber. Jetzt. Jetzt, doppelte Punkte. Was geht? Ja, ich muss lauter. Es war zu leise. Ich bin gespannt, Junge! Ich bin aufgeregt, let's go! Ehren okay. Marius, wie krass, dass du es heute hergeschafft hast. Ey, wo ist der Text am Untertitel? Nein! No. Ich lese eigentlich immer nur mit. Ich auch, weil es ist entspannter, egal, okay. Ehren Marius, wie krass, dass du es heute hergeschafft hast, dass dein Herz diesen Lifestyle echt immer noch mitmacht. Fragen uns jedoch, wie du physisch herkamst. Buchst du statt einem Uber jetzt eigentlich einen Kran? Doch Leute, heute bin ich nicht zum Fatshamen da. Deshalb spare ich mir mehr Jokes über deine Fassade. Das Hässlichste an dir bist nämlich nicht du als Nackter. Nein, Boy, es ist dein Charakter. Denn Schönheit liegt im Auge des Betrachters wie eine Beefy im Main. Wärst du so dünn, wie deine Taten schlecht sind, würde Faustkills dich nicht mit Aimbot nicht mal treffen. Und was machst du mit der Kuh? Lässt sie grinsen, da morden für einen Platz auf der For You. Was ich mir gedacht hab, als du viral gingst, wär sein IQ bloß so hoch wie sein Cholesterin. Wir haben es jetzt verstanden, dein Fett ist deine Marke. Doch warum muss man zum Wettessen die Tiere misshandeln? Schnitzel, Döner, Dino, Nuggets, Hack und Frikadellen, Eiscreme, Kuchen, Schokolade, vegan zum Überquellen. Und wenn du deinen Bauch wieder mit Nutella bemalst, machst du Witzfigur, kurz Klicks, eine Mutterkuh versklavt. Nimm ab jetzt für Bodypaint vegane Schokocreme, vielleicht komm ich dann vorbei, wenn mich dein Anblick so erregt. Am Ende des Tages nicht vegan sein, echt tragisch. Ich frag mich, was nach dem Tod von Marius noch da ist. Brachtest du mehr Klicks oder Tiere ins Grab? Passt dein dreckiges Gewissen in den XL-Sarg. Oh mein Gott, Junge! Das ist geil! Fuck! Alter, sie hat so schnell gerappt. Das ist krass, dass sie noch im Beat war. Ja. Das war echt anders geil. Sehr gut. Aber auch die Line mit so, wenn du begraben wirst, sie sagt, hast du mehr Tiere begraben als dich selbst. Ja, das ist auch krass gewesen. Sehr geil. Also Militante Veganer hat es schon mal abgeliefert, aber ich habe auch nichts anderes erwartet, weil wenn es ums Verbale geht, weißt du was? Ja, ist sie natürlich top. Sprachtechnik nimmt sie alles auseinander. Ja. Das ist schon krass. Starke erste Runde von der militanten Veganerin und sie hat einfach, sie war einfach einkaufen und hat die MC Millie am Mic. Sehr, sehr starke Runde, sehr viele Punchlines. Kommen wir direkt zu der Antwort von Ehrenmann Marius. Mal schauen, was er zu sagen hat. Let's go! Mein Beefy ist schon ausgelutscht, irgendwas anderes. Okay. Come on. Woo! Bist du bereit, mein Schatz? Schade. Es ist okay. Es ist okay.
Vegan sein macht einen kleinen Arsch. Hier könnt ihr es sehen, Beweisstück A. Und kann man da noch keine sehen? Ihr glaubt mir nicht, Beweisstück B. Schau, wie ich die Schlampe zerlege. Ihre Liebe zu Tieren, sie geht auch andere Wege. Wer ist jeden Samstag in Krankenhauspflege? Raffaela nach einem Gangbang im Schimpansengehege. Echt, das ist dieser Scheiß. Stresst Leute bei McDonald's, Mann, wie ätzend kann man sein? Was willst du machen? Ja, ich esse gerne Fleisch. Und ich bin ein fettes Schwein, also setz dich für mich ein. Immer selbe Leier, du Bitch. Ich kämpfe, bis jedes Tier seine Freiheit besitzt. Ich bin Raffaela, die eine Meinung vertritt. Ich hab die Tiere gefragt, Walla, die feiern dich nicht. Ja, zu viele am Lachen. Und während wir rappen, werden die Tiere geschlachtet. Aber ich helfe ihnen, auch wenn man es selten sieht. Oh, meine Bestellung bei KFC. Jetzt kann die Bitch sich verpissen. Und Faustgilz hat dich mit Rosalinde beschmissen. Ich fand, das war zu viel, also echt bei aller Liebe. Nee, Spaß, hier ist ihre restliche Familie. Oh, nee. Das hätte ich auch nicht mehr sein. Starkes! Erste Runde von Ehre bei Maris, meine Mann. Es ist so traurig, weil es halt wirklich wahr ist. Ja, ja, ja. Weißt du? Okay, aber guck mal, ich muss sagen, ich hasse es, wenn man mit Essen rumschmeißt. Ne? Ich mag das auch zum Beispiel nicht. Sie hat es rausgenommen, ihm gegeben, er hat so mit seinem Finger rein, okay, weißt du, was ich meine? Alles schön und gut. Aber nicht auf Boden schmeißt, also ich feiere das einfach nicht. Aber man kann ja ich mag das auch nicht, wenn man so stolz drauf ist, so mit Herz Fleischesser zu sein. Weil Leute, guck mal, dadurch, dass Horn und ich kein Fleisch essen, retten wir auch nicht die Welt, weil die Tiere werden ja trotzdem ausgebeutet und so wegen der Milch. Wir essen Joghurt, Butter, Creme fraiche, Sahne, generell Milch und so. Ja, das ist auch das. Eier. Genau, Eier und so, wisst ihr, was ich meine? So, das fördert im Endeffekt auch diese ganzen Massentierhaltung und unterstützt es. Aber ich habe auch voll immer ein schlechtes Gewissen, wenn wir die Sachen benutzen. Ich so denke, Kelleck, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Aber wenn man drauf stolz ist, dann ist es noch dümmer. Dann ist noch dümmer. Weil wir sind doch alle, aber wir sind doch nicht dumm. Weißt du, guck mal, das Ding ist, wenn man das so vor 10 Jahren gemacht hat, denke ich mir so, okay, da waren die Leute auch noch vom Denken anders. Weißt du, also heutzutage kann man ja auch nicht mit vor 10 Jahren vergleichen. Da war es auch so geklärt. Ja, da war es auch so, Mann ist Mann, Frau ist Frau und die durfte das nicht, er durfte hier nicht und du darfst nicht weinen, du bist ein Mann. Weißt du, damals war eh alles strenger. Genau. Jetzt mittlerweile, unsere Generation ist so weit, außer wenn es um Fleischessen geht. Da sind sie auch sehr da sind sie doch, nee, also so im Kopf, die wollen das einfach nicht. Das ist halt ach, traurig im Endeffekt. Zurück zum Essen schmeißen. Gut, dass er sich gegen den Kopf geschmissen hat, ne, Faustgeld? Genau. Das macht man jetzt, das ist noch schlimmer. Ja. Aber auf dem Boden und so, das feiere ich halt trotzdem nicht. Ein bisschen kellig. Hätte er ihnen die Hand geben sollen oder so, weißt du? Mhm. Okay, das war, sein Rap war gut, aber bis zu diesem Punkt. Halt. Okay, mal gucken, was sie jetzt macht. Du darfst sie haben. Sehr stark in ersten beiden Runden. What the fuck geht hier ab? Kommen wir direkt zu der Antwort von militanten Veganerin. Bleibt bitte alle hier stehen. Kommen wir direkt zu der Antwort von der militanten Veganerin. Diese Kummer, hör mal zu, fick dich jetzt, ja? Wirfst du wieder ab? Guck mal, warte kurz. Meine Wumme ist das. Pack ich kurz rein. Ah, okay, geil, ich freu mich. Let's motherfucking go. Jetzt sagt er, hast du ihn gesehen? Ja, er sagt... Let's motherfucking go. Also, wie fickst du mich, ist er komplett hart. So, Runde 2. Kannst du noch stehen? Geht's noch? Ich weiß nicht, ob das so vegan ist, was ich jetzt mache, weil ich werde dich abschlachten. Oh. Ja, Mann. Fetter Boy, doch fettes Herz, leider Fehlanzeige. Bei dir frage ich mich im Ernst, was mit Ehre gemeint ist. Schlag ich im Wörterbuch das Wort ehrenlos nach, steht fett gedruckt Ehrenmann Marius da. Glaub, du würdest deinen Ärger nicht schneller wehen. Würdest du Feigling auch nur einen Tag ihr Schicksal erleben. Doch mit Empathie fängst du gar nichts an. Bestimmt nur, weil man Empathie nicht essen kann. Und zum Essen seid ihr heute alle eingeladen. Ehrenfrau Raffaela kocht jetzt Marius Braten. So wie du halt die Tiere, Junge, Ehrenwort. Nur ich hab dich nicht getötet, es war Ehrenmord. Und deine Wörter reiben mit Gewürzen ein. Aus deinen lockigen Haaren mach ich Curly Fries. Und wenn ich dich verspeise, geh ich auf TikTok live. Mann, der Chat voll perplex, ey, die ist grad ein Schwein. Wie findest du das, wenn wir so den Spieß umdrehen? Oder auch noch deinen Bruder an dem Spieß rumdrehen? Oh, bitte, Raffaela, lass ihn frei. Doch du Monster, lässt du auch ihre Familien zerteilen. Ja, für Käse lässt du Babys von der Mutter stehlen. Von wegen Ehrenmann, sie haben wegen die Angst. Sie können ihre Mom nie wiedersehen. So wie du deinen Schwanz, nur 4 Gründe besser. Ihr macht nicht Veganer sein. Geschmack, Tradition, Gewohnung, Bequemlichkeit. Doch egal auf welcher Sprache, Ehre, Honor und Scharafe machen. Soll ich nochmal machen?
übernommen. Sprache, Ehre, Honor und Scharafe, mache Zeug nochmal machen. Ja, Leute, wir sind hier ein bisschen zu viel ausgerastet wegen der Punchline von der militanten Veganerin, aber ich glaube, sie hat noch ein paar Bars und ja, die muss einfach stoppen mit dem Rappen, weil wir uns einfach gegenseitig, keine Ahnung, geschubst haben und geschlagen haben, weil es so eine geile Line war. Ja, die Energie ist einfach live viel krasser als jetzt, wenn ihr über den Bildschirm guckt, deswegen, du machst jetzt einfach weiter. Ich hoffe, ja, im selben Niveau. Die hat schon einen langen Hals, oder? Oder haben alle einfach einen kurzen Hals? Warum ist ihr Hals irgendwie so lang? Ja, die erinnert aber vom Gesicht und so an eine Giraffe, finde ich. Ja, ja, safe. Also guck mal, kennst du das, wenn Menschen aussehen wie Tiere? Ja, Junge, ich kenne so viele Leute, die in dem oder dem Tier. Ja, einem voll oft Kaninchen, sehe ich sehr oft, gell? Schwein. Ja, Schwein auch, Hund. Gell? Aber das ist nicht gemein. Hund. Das ist nicht gemein. Golden Retriever so. Oder richtig. Lass schon reden. Wie heißen die nochmal? Eichhörnchen. Echt? Oh, ich sehe so viele Eichhörnchen. Wirklich. Und sie erinnert mich aus dieser Kinderserie. Mit Langhals. Langhals. Yeah. Diese Dinosaurier. Yeah. Dieser Langhals, die Original. Okay. Nur vier Gründe, weshalb ihr noch nicht Veganer seid. Geschmack, Tradition, Gewohnheit und Bequemlichkeit. Doch egal auf welcher Sprache, Ehre, Honor und Scharafe machen diese Gründe Sklaverei und Mord nicht ehrenhafter. Also zeig uns heute, was ein echter Ehrenmann ist. Veganer Marius, der für Gerechtigkeit frisst. Dein Veganer Schokolade, adipös und trotzdem ethisch. Bist ein King auf Tierbefreiung und auf Diabetes. Fürcht dich wohl, ohnehin sehr bald ein Herzinfarkt. Doch hat dein Herz bis dahin je für ein Tier geschlagen. Nur ein Ehrenloser reißt ins Grab die Tiere mit. Also wunder dich nicht, wenn sie auf dein Grab pisst. Jetzt beißt er. Starke zweite Runde von der militanten Veganerin, macht mal her! Aber die verstehen sich sehr gut. Ich finde das eigentlich süß. Die Stimmung ist sehr angenehm und jeder macht mit. Ja, ja. Es wird so aufgehypt. Weißt du? Der hatte gerade so einen Blick gemacht, der wollte gerade was Dummes machen, weil er dachte sich so, ich habe keinen Bock reinzuscheißen. Deswegen hat er es nicht gemacht. Hat er es nicht gemacht, nein. Aber cool, ich finde die militante Veganerin, zwar jetzt ihr Partner, ich finde, sie kann gut rappen, aber man muss sehr gut zuhören. Mit Untertitel wäre es sogar noch besser gewesen, weil man muss sehr gut zuhören. Bei ihr wäre es richtig gewesen. Und es sind sehr viele Fachbegriffe, also so bababab und ja. Es ist auch sehr viel mit Zusammenhängen. Ja. Also wirklich, ja. Alter, was sehen wir hier für ein Battle? Oh mein Gott. Und wir haben noch eine letzte Runde von Ehrenmann Marius. Seine Antwort, let's motherfucking go. Ich glaube, er muss einen Snickers essen. Ehrenmann Marius, deine zweite Runde. Let's get it. Starke Runde. Ach, ich bin gespannt. Nee. Jetzt wird dieses Slut gefickt. Hier, das erste Mal, dass du deinen Hack abkriegst. Du siehst so schlimm aus, ich muss dauernd wirken. Ich bin mir sicher, dass bei dir nicht mal die Jungfrau würde. Dein Sexleben kann man wie deine Ernährung sehen. Denn du hast höchstens mal eine Gurke drin. Ich bin mir sicher, ich hab mehr Sex als du. Keiner will dich melken, setz dich mal für dich ein, du Kuh. Sorry. Komplett Kelleck jetzt schon. Hey. Ich bin gerade absolut schockiert. Ich habe gerade wirklich... Oh, das geht nicht. Was macht ihr alle? Hä? Guck mal auf das Publikum hier hinten. Guck mal, das sind so erwachsene Männer. Denken sich so, what the fuck? Weißt du, hier diese Jungs, die so lachen und so, haha. Aber guck mal hier, diese erwachsenen Männer, denken sich so, ey, Bruder, du schmeißt gerade eine Frau mit Hackfleisch ab. Guck mal, die Line war geil. Das erste Mal, dass du deinen Hack zurückbekommen hast. Die Line war geil. Die war geil, muss ich sagen. Aber du hättest Hackfleisch so geben können. Ja, genau. Nicht so, Bruder. Genau, weil guck mal, die Lines danach waren wirklich geil, also Marius, ne? Aber dadurch, dass du es ihr so ins Gesicht wirfst, wirft es so ein schlechtes Licht auf dich. Ja. Weil guck mal, egal ob Frau oder Mann, ja, du kannst nicht einfach eine andere Person so reinschmeißen. Das letzte Mal, wo Faustkills das gemacht hat, hat der Hate, also einen Shitstorm bekommen, ist so ein Gate, wo alle gesagt haben, bist du dumm, der hat sich verletzt und du willst auch nicht, dass jemand dir sowas ins Gesicht schmeißt. Und er macht schon wieder. Ja, aber hat eben überlegt, ob er irgendwas mit dem Kuscheltier machen soll. Ja, ich dachte gerade so, oha, wie reflektiert, ja, weißt du, ja, dass er es nicht macht, weil es so dumm ist. Und dann macht er das, Kelleck. Sorry für den Reim mit Kuh, aber ich bin ja auch kein Rapper, ich bin nur ein fetter TikToker, ne? Aber Bruder, du gehst extra trainieren und fickst dann sowas? Ist dein Ernst, Bruder? Krank. Süßes Pärchen, da haben sich zwei gefunden, die Millie, Tante Kaspar, der Millie, Tante Bastard, kurze Haare, Babyface und keinen eigenen Stil. Darum
darauf steht dein Freund, ich glaube, er ist pädophil. Machst es für die Tiere oder machst es für die Pässe? Schlachthaus, du Tiermörder, halt endlich mal die Fresse. Du denkst, ich werd vegan, wenn du in Videos so redest. Doch ich geh dank den Videos noch viel öfter zu Meckes. Okay, also sie hat sogar jetzt noch gelacht. Ich dachte, aber es geht noch 4 Minuten, oder? Aber sie, yes, nee, noch 2. Es geht noch 3 Minuten. Ja, 2. Wir können beide nicht rechnen, wo es geht. Noch 2. Noch 22 Sekunden, tamam. Auf jeden Fall. Ja, mal gucken, was er jetzt noch sagt, weil ich denke, Forcell wird jetzt noch eine Ansage machen, dass es nicht okay ist. Wie war sein Rap? Okay. Also ich finde, dass er in der ersten Runde gewonnen hat und sie in der zweiten. Ja, safe. Aber da kam sie halt so raus und so, es hat ein bisschen so reingeschissen, aber in der ersten Runde war er wirklich Schlagkick. Ja, in der zweiten, es hat ein bisschen reingeschissen, da war sie besser. Ja, ja. Starke zweite Runde von Mike. Jetzt hab ich verkackt. Starke zweite Runde von Erema Marius, mach doch mal Lärm. Ja, ich wollte auch irgendwas jetzt sagen bezüglich des. Okay, sag das. Hallo? Also. Wir haben nichts abgesprochen, außer diese eine Sache. Ich habe sie gefragt, ob ich dieses Hackfleisch werfen kann. Und es war auch veganes Hackfleisch. Aber wir wollen euch natürlich unterhalten. Und ja, ich habe leider aus Versehen ins Gesicht getroffen. Ja, ich habe ihm gesagt, nicht ins Gesicht. Es tut mir leid, aber ich bin hier. Ihr seht es vielleicht selber. Ich habe einen roten Kopf. Ich bin ein Fettsack und habe sowieso. Ich bin am Arsch. Das war zu viel Sport. Okay, die haben es abgemacht. Das ist dann nochmal gut, weil es dient ja wirklich zu unterhalten. Ja, Bro, weißt du? Wenn du dann in einem Rap-Battle bist und jemand nimmt zum Beispiel jetzt einen Riegel oder so und schmeißt ihn so halt gegen dich, so gegen meinen Bauch oder so, da fällt es runter. Okay. Aber im Gesicht ist immer ein bisschen Gesicht, anders. Ja, das bockt nicht, weil er hat davor gefragt, damit er keinen Shitstorm bekommt. Genau, das aber ist geil. Aber Gesicht, Bro, das kannst du nicht verfehlen. Ja. Ob du so wirst, ist komplett anders. Ja. Kannst du nichts erzählen. War freundschaftlich geworfen. Es war okay. Süß. Ansonsten hat das nichts im Battle Rap zu suchen. Aber genau. Ich wusste auch nichts davon. Ja. Wir hätten es ihm vielleicht sagen sollen. Ich hab... Ja, vielleicht. Upsi. Wollen wir uns küssen? Achso. Ja, okay. Also, ich hatte auch keine Ahnung davon, dass die sich abgesprochen haben. So, anscheinend haben sie Kontakt und haben sich abgesprochen. Wir haben ja auf jeden Fall dein Wörterbuch hier. Oder ist das jetzt deins? Auf jeden Fall. Sehr, sehr starkes Battle. Ne? Wir werden zusammen auch auf dieses Battle reagieren. Ne? Okay, die werden auch darauf reagieren. Deswegen, Leute, checkt die Reaction dann von 4-7 ab. Im Endeffekt, erste Runde die militante Veganerin, zweite Runde dann... Nee. Andersherum. Erste Runde Marius, zweite Runde Militant Veganer. Genau, also ich würde sagen 1-1. Beide waren Lachkick, beide hatten geile Lines. Bei ihr war es natürlich immer so ein bisschen deeper und ja, so. Ja, ja. Aber er hat so Sachen gemacht, die einfach Lachkick waren. Zum Beispiel, ich habe so die Tiere gefragt, die mögen dich auch nicht. Voila, die feiern dich nicht. Das war schon witzig. Ja, das war schon witzig. Ansonsten schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Like, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns morgen 20 Uhr. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao.